Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Let's Play Together Grand Theft Auto 4 auf der schönen PS3, der einzig wahren Konsole. So, wir werden hier gerade bombardiert, ey. Oh, ey, das gibt's ja gar nicht. Lamborghini, Eledel. So, ich habe wieder so eine verdammte Kick-Lobby erwischt. Kicker-Lobby. Leider kann man das ja nicht stumm schalten. Aber wenn man sich Rafi Musa 1998 nennt, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man kleine Eier hat und ignoriert wird und auf YouTube gehatet wird. Nicht wahr? Rafi Musa 1998, halt deine Klappe. Okay, Leute, das bringt nichts. Leute, bitte verzeiht mir, aber wir müssen die Lobby wechseln wegen diesem kleinen Kind. So, das ist mir einfach zu blöde. Das ganze Kicken, das stört einfach, das nervt die ganze Zeit, wenn man immer nur tück, 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 das Kicken-Geräusch hört. Ja. So, jetzt muss ich mal in meinen Nachrichteneingang. Apple Fanboy, wie heißt dein YouTube-Channel? Oh, ach, den habe ich ja getroffen in der Lobby. Der junge Zocker. So. Jetzt muss ich das noch schreiben, bis wir die neue Lobby haben. Up, 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 up. Mann, nur alles nur wegen diesem kleinen Grün da. So. Wunderbar! Das sieht schön aus. Die Lobby ist voll und das sind alles richtig coole Spieler. Und das Erste, was wir tun werden, als ob sie es geahnt hätten. Oh, ich liebe die Sniper einfach. So. Da vorne ist ein Ziel. Leute, ich habe es anvisiert. Feuer frei! Boah, ich muss erstmal die Kugeln nachladen. Oh shit, was sind das? Oh oh, Glitcher. Glitch-Alarm, Glitch-Alarm. Da ist jemand in dem Gebäude drin. Ach so, warte. Warte, 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 warte. Oh. Ja, auf den Tank schießen. Ich muss das Auto treffen. Ich muss das Auto treffen. Oh nee, ja. Komm, geh weg. So. Gehen wir mal weiter. Rennen, Leute, rennt. Rennt um euer Leben hier. So, gut. Genug gespielt hier. Jetzt wollen wir mal was erleben. Und dafür fahren wir in die Innenstadt. So, jetzt muss ich mir aber erstmal ein Auto besorgen, weil so wie es jetzt ist, so geht es gerade nicht. So, Karre anschmeißen. Denn wir cruisen wie die Großen. Geile Karre, geile Karre. Oh, shit. Ganz, ganz edel, Leute. Ganz, ganz edel. Wir nehmen schon die großen Karren hier. Ja, Mann. So sieht's aus. Muss ich mal schnell was gucken. Gut, der Heli-Landeplatz ist nicht gerade gut, wenn wir da hinfahren. So, genau. Fahren wir gerade dahin. Da können wir gerade einen Heli rein. Und loschingeln. Och nee, hier ist wieder so eine Kick-Lobby. Was ist denn hier los in Grand Theft Auto 4? Erst die Hacker und jetzt die Kicker. Mann, oh Mann, Leute. So, sind wir gleich oben. Ja, manchmal habe ich das Problem, dass oben kein Helikopter steht. Und dann, ey, das ist einfach Katastrophe. Wenn da kein Heli steht, ist Kacke. Ich glaube, da will noch jemand mitfliegen, aber ich traue dem nicht. Ich traue dem nicht, die wollen mich töten. Gut, fliegen wir gleich mal weg. Gute Nacht, Leute. Wir sehen uns. Ciao. See you later, Alligator. Gut. Los geht's. Was läuft denn im Radio? Radio Broker. Yeah. So. Wo wollen wir denn hin? Ah, ich habe nämlich schon einen coolen Ort, wo man einen richtig coolen Bassjump machen könnte. Und wer jetzt Grand Theft Auto 4 hat, der kann diesen Bassjump ganz, ganz leicht nachmachen. Weil dieser Bassjump, der muss einfach in eure, ja, in euer Ding rein. Das müsst ihr einfach mal nachgesprungen haben. Und zwar macht ihr folgendes. Ihr landet mit einem Helikopter auf der Brücke. Und wenn ihr auf der Brücke seid, dann könnt ihr erstmal dort landen. Gut, das ist ein bisschen schwierig. Wenn ihr das richtig gemacht habt und richtig gut fliegen könnt, dann könnt ihr das auch so schön machen wie ich und einfach hier landen. So, als nächster Schritt. Erstens mal den Heli wegmachen, weil den braucht man nicht mehr. So, gute Nacht, Heli. Pff, so, der ist weg.
Und jetzt können wir hier oben sehr, sehr gut snipern und uns Ziele aussuchen, die wir weg snipern wollen. Dazu müssen wir erstmal ein Ziel anvisieren. Okay, alles tot hier unten. Hier auch, hier auch. Einfach Bescheid sagen, wenn ihr was seht. Gut, das bringt nichts. Dann springen wir jetzt hier runter. Ich hoffe, ich werde das überleben. Okay. Ba, 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 ba. Ba, ba. So. Keine Angst, da hinten ist nämlich nochmal ein Heli-Landeplatz. Da können wir nämlich richtig gut landen. Und jetzt töten wir diese komische Tussi. Bah! Wow. Ich glaube, die ist tot. Oh, schön Blümchen hier. Ist ja Fasching oder was? So, braucht bessere Waffe hier. So, das sieht schon größer aus. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Ding ins Wasser schieße? Müsste das Ding eigentlich eine Explosion geben, oder? Ja, es müsste eine Explosion geben. Boah, das ist eine Explosion, Leute. Darauf stehe ich. Explosion, Frauen und Waffen. Was gibt's Besseres? Boah. What the fuck? Der hat es ja standgehalten. Nicht schlecht. Boah, überall Busse hier. Mal gucken, ob wir den Heli hier treffen. Ich denke nicht. So, ich hoffe, dass ich den Heli jetzt nicht treffe. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, das war knapp, Mann. Das war richtig knapp, weil den Heli brauchen wir ja noch. Weil wir wollen ja noch zum Rotterdam Tower fliegen. Dem höchsten Gebäude in Liberty City. 450 Meter hoch. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Anschlag hier. Auf das Flugzeug. Ihr seht schon, so ein Ding, so ein fahrendes Flugzeug, besser gesagt fliegendes Flugzeug zu treffen, ist gar nicht mal so leicht. Also die Terroristen, die haben echt Glück, wenn sie mal was treffen. So. Gut, Knut. Da sind wir schon wieder. Im Heli. In Ego-Perspektive. So, okay. Wir haben gerade den Start gecheckt. Die Luft ist gut. Luftfeuchtigkeit passt. Windgeschwindigkeit auch. Ein optimales Flugwetter. Komm schon, höher. 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 Tada. Ach, ich liebe die Stadt einfach nur. Wer sagt lieber, die City ist scheiße, Mann, der hat keine Eier, weil das Spiel ist einfach richtig Burner. Gut, Knut, jetzt haben wir hier schon ordentlich Höhe erreicht. Ui. Mein Ziel ist jetzt hier auf dem Pododium, Pododium, oder wie das Wort heißt, Podium zu landen. Genau. Und dann springe ich jetzt einfach mal hier runter und öffne meinen Fallschirm, aber im richtigen Moment. Achtung, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? What the fuck? War das knapp? Leute, Leute, Leute. Das hätte auch schief gehen können. Gleich mal den Fallschirm anziehen. So. Weil jetzt springen wir hier runter und das ohne den Fallschirm zu öffnen. Wie kann das gehen? Guckt euch mal an. Da springt der Springer. Whoop. What the fuck? Ah, shit, ich wollte gerade nochmal den Fallschirm öffnen. Ich dachte, ich könnte mich nochmal schützen hier, aber das war's leider. Das war Let's Play Together Grand Theft Auto 4 auf die verrückteste Art und Weise. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, schreibt einen Kommentar, Digga. Und dann